Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Freefall heißt es diesmal, das bedeutet ein bisschen Fallschirmspringen. Haben wir ewig nicht gemacht, wollen wir mal wieder eine Runde failen. Wir sind ja hauptsächlich in den letzten Session viele Fails unterwegs gewesen. Diesmal sind wir nicht mehr mit Twitter am Start, haben uns allerdings einige Fragen notiert. Es waren ja so mega viele, sodass wir jetzt auch quasi in die neuen Folgen noch ein paar Fragen von euch mitnehmen können. Und deswegen ist auch wieder unsere gute Sekretärin Florentine von Schlitz aus St. Moritz am Start. Ja? Hallo. Und wird hier begeistert noch ein paar Fragen auftischen. Er hat sich ein paar notiert, der liebe Flo. Und dabei ist natürlich auch der Dennis diesmal. Der Curry immer noch nicht am Start, leider. Und der Gronkh lässt ja auch noch auf sich missen. Aber dafür der Dennis, der Tobi und der Benny. Yeah. Ja, hallo. Yeah, was geht? What's up, guys? Ey, yo, listen, repeat. Listen in repeat. Okay, Leute, das ist doch mal nice, oder? Wir starten in einem Helikopter. Und dann geht's gleich ab die Post runter. 3, 2, 1, go! Wie springe ich ab? Ach so. Hui! Ja, mach wo müssen wir denn hin? Ach da, okay. Alter. Ich habe einen Regenbogenfallschirm. Nein, den habe ich verpasst. Ach Gott. Oh. Den verpasse ich auch da unten. Boah, das ist gar nicht mal so leicht, ne? Boah, ist super schwer. Kann man irgendwie den Fallschirm wieder schließen? Ich glaube nicht. Stand ja auch da, hätte man eigentlich beachten sollen. Boah. Ja. Man muss sich Zeit nehmen, das geht nicht auf Zeit, Jungs, ne? Denkt dran. Alter, ich hab's nicht erwischt. Scheiße, ich bin da. Wo geht's denn hier weiter? Das Blaue Alter, vorbei. Das ist voll da steil. Schon einer 65 Punkte, hä? Ja, der hat wahrscheinlich den Fallschirm nicht gezogen. Wir haben viel zu früh gezogen. Wir müssen das nochmal machen gleich. Da man muss sich hier echt, das geht richtig ab eigentlich. Und wenn du den Fallschirm zu früh ziehst. Ah nein. Mist, nur 5 Punkte. 15 kann man kriegen, ne? Wenn man perfekt durchfährt. Boah! Oh, 15 habe ich geschafft tatsächlich. Alter! Wer hat mich da gerade angerammelt? Er angerammelt? Das ist das neue Wort für rammen. Ach ja, ich kenne das. Rammeln. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, mein lieber Tobinator. Flo, du hast hier ein paar Fragen notiert. Willst du mal ein paar raushauen noch nebenbei, wenn wir so durch die Lüfte fliegen? Flo, gönn dir. Wir haben ja echt schöne Themen. Ich finde das super geil. War echt cool mit der Twitter-Session. Ja, hat echt Spaß gemacht. Also auch. Ja, vielen Dank nochmal an die, ich weiß nicht, wer das, ich glaube die Vanessa, oder hieß die Vanessa, die das vorgeschlagen hat. Auf jeden Fall hat irgendjemand das vorgeschlagen. Du, der das gerade hört oder sieht, du weißt, dass ich dich meine. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich habe nämlich auf Facebook nämlich gefragt, was wir denn so für Ideen, die Community für Ideen hätte für so Folgen. Und das kam dabei rum. Vielleicht sollte man noch ganz kurz erwähnen, dass die Jungs von den Alchemisten ja auch mit Pandoria und sowas eine GTA-Reihe haben. Und da gab es das wohl kürzlich auch, ne, mit den Twitter-Dingern. Genau. Ja, und das ist nicht kopiert. Also jetzt bitte nicht da irgendwie anfangen. Ja, nee, das haben ja auch Zehntausende gemacht. Also, das hat der Erik auch schon vor Ewigkeit, haben wir darüber geschnöselt. Also das wäre Bullshit, wenn man da jetzt echt irgendwie sowas Twitter gemacht. Wie viele Punkte habt ihr, Freunde? 50. Oh, du bist ja voll am Abgehen. Ich hab 30 erst. Also seid doch schon weiter unten. Aber mal kurz eine Frage. Und zwar haben, also man kann ja so zusammenfassen, was viele Leute fragen, zum Beispiel grob, was macht ihr eigentlich bei Playmassive? Da kann man mal sagen, wir machen ja alle so unsere Let's Play Channels, aber hier Tobi und Dennis und so, ihr macht ja noch viel mehr, auch mit PlayNation und so, vielleicht könnt ihr da mal kurz was zu sagen. Ja, bei PlayNation bin ich der Babbo. Nee, bei PlayNation bin ich halt für die Seite, für das Portal verantwortlich und gucke, dass alles so klappt mit Redakteuren, hat man gerade nicht gehört, das wurde gerade unterbrochen. Ja. Ja, und ich bin auf PlayNation ja leider gar nicht mehr so groß mit vertreten. Außer halt, wenn es jetzt zur E3 geht, bin ich wieder da am Start. Aber ansonsten greife ich dem guten Sarazar und dem Gronkh ein bisschen unter die Arme. Genau, der Tobi kümmert sich vor allem um die Veröffentlichung unserer Folgen halt auch. Und er macht selber Let's Plays. Aber zum Beispiel, wenn wir dann unterwegs sind, ich habe nur läppische 45 Punkte, Leute. 65. Ich glaube, der Fehler ist echt... Ah, ich komme gar nicht ins Ziel. Ja, das wir müssen einmal durchfallen. Aber seid ihr da so ganz normal gelandet jetzt hier so? Oh. Hellers Rettungswagen. Nein. Oh, und ich gehe nochmal hoch, ich geh nochmal hoch. Ich hab das auch nicht geschafft da mit dem Dings da. Ja, ich bin jetzt echt. Ah, das schaffe ich leider nicht, glaube ich. Ah, knapp. Nein, nee. Hochziehen. Oh. Oh, schade. Schade. Weil aber eigentlich ein cooler Sprung. Ja, vielleicht lassen wir da mal nicht den Fallschirm da, sondern machen wir echt einen Freefall, oder? Das wäre doch mal cool. Nie beendet. Ja, weil wir nicht ins Ziel gekommen sind, ist nie beendet. Blöd. Ja, leider ist es so. Die Dani. Ja, next. Der Dani, der wusste, wie es geht.
Oh, was ist denn GTA Next? GTA Next? GTA Next? Was? GTA Next? Tobi hat ja auch noch 45 Punkte gemacht. Und Maff auf 0? Ja, da ist halt Maffmann erstaunlicherweise nochmal immer echt sehr gut spielt. Ha, gönn ich ihm, ey. Ja, ich verstehe. Weiß gar nicht warum. Weiß gar nicht warum und wieso, lieber Tobi. Was? Bitte Wiederholung natürlich. Naja. Machen wir nochmal Wiederholung. Fliegen wir nochmal drunter durch auf das Ding. Flo, hast du noch ein paar Fragen für uns? Genau, also auch noch sehr häufig gefragt wurde, haben ihr und wir wahrscheinlich schon beantwortet, aber es fragen immer noch viele, wie wir alle uns eigentlich kennengelernt haben. Oh, wer fängt denn als erstes an? Ja, also bei uns ist es einfach. Wir Alchemisten haben Sarah Zau und Gronkh auf dem Geburtstag von Daniel Rizzo kennengelernt. Ja, und alles andere ist dann so passiert. Bei mir war das so, dass ich den Tobi, Giga ist ja damals pleite gegangen, ja, und da ist der Tobi vom Giga-Forum ins Zoom-Gamer-Forum gegangen, also was früher PlayNation war, ist ja dann. Und da habe ich den Tobi kennengelernt und dadurch, dass wir Zoom-Gamer hatten, haben wir den Walle kennengelernt, da wir nämlich einen Partner gesucht haben und dann hat der Walle gesagt, wir machen ein MMO-Portal, wir suchen noch hier Leute und dann habe ich den Walle, haben wir dann irgendwann uns getroffen, weiß ich noch, beim ersten Treffen ist er sogar mit seiner Karre über Rot gefahren in Köln, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, ja, da weiß ich noch ganz genau. GTA, Alter, GTA Real Life, Mann. Und ja, so habe ich den Walle kennengelernt, den Erik auch. Also über Play Massive. Ja, war aber aus Versehen. Ja, natürlich. Er wollte mich imponieren, um mich dann hinterher ins Bett zu kriegen. Kann ja, genau. Mir imponieren. Also mit dem Walle hatte ich das erste Mal über ICQ Kontakt gehabt. Da habe ich immer diese Klienten für Play Massive hochgeladen. Ah ja. MMO-Clients, Alter, genau. Das war noch Zeit. Alter, ewig her. Über ICQ. Wir kennen uns halt echt schon auch alle ziemlich lange mittlerweile. Ja, und den Tobi kenne ich jetzt 6 Jahre, glaube ich. Oh, ja, dich kenne ich auch 6 Jahre. Yeah, 6! Ja, ist schon eine Ecke. Oh, ja, und wir waren damals, haben wir alle die Hoffnung, alle umsonst, alle mega fett reingehauen. Ewigkeiten in die Portale und so. Und hätte keiner erwartet. Heute, wenn ich das heute nochmal anfangen würde, würde ich sagen, Alter, klappt doch. Nochmal Freefall diesmal. Ne? Ja, Freefall. Ja, da müssen wir aber nochmal echt großen Dank an den Gronkh aussprechen. Der hat ja immer gesagt, macht Videocontent. Das klappt gar nicht, man kommt gar nicht durch die Punkte. Ja, das haben wir ja eigentlich alle gesagt. Nur das Problem war auch, dass wir halt wenig Mittel hatten. Ja. Und dann haben wir einfach gestartet, guck mal, machen wir Tests. Ich hab dem Erik da noch gesagt, du hast eine super Stimme, mach das mal. Und er so, nee, will doch keiner hören von mir. Oder Play Massive TV, Alter, wie du vor einem Greenscreen immer standest. Ja, das war noch Zeiten, Alter. Also, dann weiß ich noch, wie ich mit dem Walle bei ihm war. Und dann hat er ja Medal of Honor gestartet, das Let's Play. Und dann hatte er 1000 Abonnenten. Wie er sich gefreut hat, so, weißt du. Da muss man mal, das ist eigentlich schon krass. 60 Punkte. Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Und du hast echt Punkte? Ja, ich bin da vorbeigesegelt. Ah, das ging ganz gut bei mir. Ja, bei mir auch. Ich bin trotzdem vorbeigesegelt am Punkt. Ah nee, bisschen besser als eben. Scheiße. 75 Punkte. Nein! Pack. Null Punkte, weil ich mich beendet habe. Nein! Bist du auch vorbei? Ich bin am Oh nein! Ich sehe den, wir können den Heidi beobachten, das ist ja cool. Ah, das ist ja geil gemacht, ey. Lass uns nochmal machen, oder? Irgendwie ist das nice gewesen mit dem Freefall. So, das hatten wir auch kaum gemacht bisher. Was denn jetzt? Wir sehen ihm Heidi zu. Nee, Dedani ist das. Genau. Dedani sagt noch, er findet es cool, dass wir das mit dem Töter gemacht haben und er wünscht sich, dass wir das bei anderen Games häufiger machen. Also generell beim. Ja, könnte man auch mal bei DayZ anwenden. Ja. Ich glaube, das kam auch ganz gut an. Also, ich denke, das war eine super Sache und ich meine, die meisten haben sich, glaube ich, darüber gefreut. Ja! Also, guck mal hier den Dedani noch an. Er fliegt an allem vorbei. Ich glaube, ja, der 45 hat Punkte, aber er hat immerhin beendet. Nee, also das ist auch sau schwer. Nee, der fliegt doch steil. Der hat nicht mehr. Oh. Nee. Aber wahrscheinlich ist es sogar das Klügste, kurz davor. Seid ihr jetzt gut draufgekommen? Ja. Ich überhaupt nicht. Aber ich bin ganz knapp vorbei. Ich habe vorher den Fallschirm geöffnet. Und du kannst halt auch, wenn du im Tiefflug bist, kannst du mit RB und LB musst du beide drücken und dann kannst du quasi gezielt landen. Ah, das wusste ich gar nicht. Siehst ja, du das mal. Wollte ich dir eigentlich vorhin noch sagen. LB und RB? Du wolltest aber erst nur das Rennen beenden. Der Tobi wieder alte Schlitzohr. Ah, schön. Bitte was? Oh, bei mir hängt's. Bitte. Ja, bei mir auch. Oh, bei mir hängt's auch. Jetzt geht's weiter. Jo, guck mal, der Gewinner ist wieder. Er wieder, Benjamin. Der Benjamin, der kleine Elefant. Was? Was? Flaschenpfand? Eigentlich hatte ich eine ganz gute Runde, aber leider.
Alleine Sarazars Seifenblase hat satte 73 Fragen gestellt. Muss man nochmal loben. Die Leute sind echt Hammer, ey, was hier abgeht. Beste Community ever. Was ich auch krass finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel der Tobi was Trauriges auf... Sozialer Brennpunkt Rancho, Deathmatch, weiß ich nicht, haben wir alles schon gemacht. Nee, wir machen mal das hier nochmal jetzt, komm. Machen wir machen Wiederholung, ne? Und dann können wir vielleicht mal über den Wolken machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gemacht hatten. Bäh. Nochmal eine Wiederholung, weil der Freefall sieht halt auch echt cool aus. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Man weiß, man geht ja nie so genau. Okay, ich mach mal ganz kurz Nacht. Okay? Geht das, ja? Und Waffen mache ich auch ein. Waffen? Oh, krass. Sag mal, bist du bekloppt, Junge? Theoretisch, wir können es mal probieren. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich gar nicht probiert. Tobi, wie viel Geld hast du? 44.000, endlich mal wieder. Du bist ja voll der Bonze, Tobi. Du bist ja voll der Bonze. Tobias. Tobi, wie viel Geld hast du aus dem Konto? Eine Frage von... Eine Frage von... Boah, so ich kann ey, Flo, kann hast du dir noch ein paar notiert? Ich habe noch eine geile Frage. Ich habe noch eine geile Frage hier. Okay. Von Dennis Wert. Tobi, wie geht's der kackenden Oma? Läuft. Läuft bei ihr. Ich hoffe ja mal, dass du sich irgendwann mit Brennnesseln den Arsch abwischt. Das würde ich dir echt mal gönnen. Oh, boah, jetzt sei mal nicht so gemein, ey. Dann ist Polen aber offen. Oh, das auch. Ja. Komm, Flo, stell mir direkt eine vernünftige Frage. Komm für uns an. Mich verwundert, aber sehr viele haben gefragt, was eure Lieblingsfrüchte sind. Oh, Früchte, du altes Früchtchen, das ist auch eine Frage. Ja, wo ist denn das, sagt er? Gute Sache, gute Frage. Ich würde sagen, also Melone. Fangt ihr doch mal an. Melone beim Dennis und Tobi? Was, wie war denn die Frage? Ich habe gerade nicht zugehört. Was Lieblingsfrüchtchen sind, dein Lieblingsfrüchtchen, abgesehen? Boah, ja, ist schwierig. Ja, Melone ist geil, Wassermelone auf jeden Fall. Ja, oder? Ich finde auch Mango geil. Oder? Ja, Mango. Oh, ja, Apfel ist auch Frucht, ne? Ja, doch klar. Ja, fällt auch in der Frucht. Banane auch mal zwischendurch, kann man machen. Banane? Ja. Was ich empfehlen kann, ist Banane mit Schokolade, weil danach hat man sehr tolle Verstopfung. Das ist schön, aber ich kann das gar nicht essen, weil ich eine Zahnüberempfindlichkeit habe. Oh, da wird mir der Kontrollpunkt verpasst. Ich hab dir das jetzt für die Oma als Tipp gegeben, ne, Tobi? Kannst du dir mal Banane sagen? Mit Schokolade, das ist ein bisschen eklig im Zusammenhang damit. Ja, das war ja wegen der Verstopfung. Ja. Vielleicht lässt du den Wald da mal eine Ruhe. Achso, ich dachte, ich soll dir eine Banane hin. Also, ja. Tobi, was ist denn los wieder mit dir? Das kam von dir, das kann doch mal nichts Gescheites sein. Aber nein, Dennis. Aber Tobi, ich will dich anfassen. Dass er mir das jetzt erst mit RB sagt, der Schlingel, ey. Ich dachte, du wüsstest das. Du bist doch hier. Ich bin am GTA-Noob, ey. Von wegen, ich mache 150 Folgen, kannst du immer noch nicht. Genau wie Daisy. Ja, ist so. Aber da solltest du mal gar nicht so große Töne spucken, mein Lieber. Als ich es gesagt habe, habe ich gedacht, ach, halt doch lieber die Fresse. Sollte ich vielleicht öfter mal tun. Ja, vielleicht. Kennen wir das ganz gut. Boah, man kann ja wirklich, ich fliege auch noch. Und 110 Punkte, bitte. Boah, wer hat 110? Ich hab gerade mal nicht 110 Punkte? Nee, nicht mal ansatzweise. Sagen, was ist denn jetzt los? Dennis, du musst durch diesen Kreis fliegen, ne? Deine Mama fliegt da durch. Ja, die macht das besser wie du. Stimmt. Ich bin jetzt echt ziemlich langsam unterwegs mal. Und es klappt eigentlich fast schlechter, würde ich sagen. Boah, da wird geschossen. Ich glaube, wenn du schneller bist, ist besser. Nein! Noch eine kurze Frage ein von Kitty Pan, Trashy Fan. Was sind eure Lieblings-, also McDonald's, Burger King, KFC oder Subway, eure Lieblings-? Also alle von vier. Von denen würde ich fast keinen wählen, weil ich finde eigentlich diese ganze Burger-Öffnung in Städten halt eigentlich ziemlich nice. So, ja, die so richtige Burger machen, ne? So genau, die frische Burger. Genau. Die sind halt eigentlich fast alle besser, ganz ehrlich. Ja, das stimmt, aber wenn die Burger nicht so aus der Produktion so hier... Ist natürlich auch klar. Ich meine, McDonald's ist und Co. sind eigentlich alles Kackessen, aber ich tue es halt auch öfter mal und hau mir da einen Burger hinter die Binde. Alles andere wäre gelogen. Ist halt auch Massenproduktion bei denen, ne? Ja, und wenn du halt echt schnell was zu essen haben willst, dann ist es halt praktisch, muss man halt klar sagen. Ja, und so ein richtiger Burger kostet dann auch das Doppelte. Muss genau, das ist... Da wirst du aber auch satt davon, finde ich. Ja, auf das jeden stimmt. Fall. Haben wir hier im Städtchen gibt es bei uns, in Köln gibt es ja auch sowas. Ne? Jede Menge mittlerweile. Ja, jede Menge mittlerweile. Beef Brothers.
Fette Kuh. Hier haben wir auch sowas, das heißt Burger Factory, ist auch sehr cool. Bei uns gibt's Dunnys Burger, an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung machen, finde ich super. Da, wer ist denn in Darmstadt, bitte? ich bekomme sau viele Nachrichten immer von welchen, die auch in Darmstadt wohnen. Echt? Das ist sehr cool. Tobi, wann kommst du nach Radio Darmstadt? Ja. Ja, ja, immerhin bringe ich jetzt 65 Punkte in Pause. Aber ich glaube, Freefall. Wo soll ich hin? Mach doch gar keine Interviews mehr. Wollte ich gerade sagen, der macht das doch gar nicht mehr. Nee? Nee, der macht doch jetzt Science Fiction. Was hat denn? Wissen. Finde ich aber ganz cool. Ah, nein, nein! Oh, Alter, Vogel! Weißt du, ich erkläre ihm das extra noch. Und ja, ich war dann so übermütig, ich habe über Christoph Kracht nachgedacht. Das hat mich ja, das kann gut, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Nee, ich auch mal ganz hippelig. Hey, Christoph ist eigentlich in Ordnung, ich kenne ihn ja ein bisschen. Er ist echt in Ordnung eigentlich. Aber er wurde ja echt gehatet, was ich manchmal gar nicht verstehen kann. Aber da will ich gar nicht mich drüber mischen. Ich muss ja sagen, ich war ein bisschen enttäuscht letztens von ihm. Ich hab, er hat irgendwie seine Schlüssel in den Aufzugsschacht fallen lassen, da habe ich unter sein Foto gepostet, der Tag, an dem die Schlüssel in den Aufzugsschacht krachten. Aber er hat es nicht geliked oder so, fand ich ein bisschen schade. Ja. Wollen wir jetzt hier ein Päuschen machen oder was sagt er, wie lange geht die Folge? Wir haben jetzt dreimal hier gejumpt. Ja, kann man machen, das ist immer was kürzer, wir hatten ja auch schon längere Folgen und hatten jetzt einen fliegen lassen heute. Kann man jemandem bitte eine Kugel in den Kopf schießen? Also ich hätte jetzt gefällt mir gedrückt. Also ich muss das auf jeden Fall noch lernen mit dem Fliegen. Habe ich aber auch ehrlich gesagt zum zweiten Mal es gemacht, auch nie in GTA, weil das hat der Gronkh gespielt hauptsächlich. Aber die letzte Aktion war natürlich ein Überfail. Ja, der letzte Spiel. Wie auch immer, wir verabschieden uns an dieser Stelle, wenn es am schönsten ist. Wetten, er schneidet jetzt raus. Und sehen uns wieder in der nächsten Episode. Wetten nicht, wetten nicht. Ja, das war's. Eine lustige Freefall-Aktion. Mal ein bisschen Fallschirmspringen und dabei wieder ein paar lustige Themen gequatscht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier ganz schnell an dieser Stelle, weil ich schäme mich ein bisschen für die letzten Sessions, für die letzten Folgen. Mein Gameplay war echt eine Katastrophe. Aber darum geht's ja nicht. Wir haben Spaß zusammen und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von GTA Online. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.